Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD der Wiesenradar am Dienstag, dem 26. April. Wir wollen uns heute hier dem britischen Pfund zuwenden, und zwar speziell dem britischen Pfund gegenüber dem Schweizer Franken. Gerade eben konnten wir, oder hatte ich hier im Stream dargestellt, britisch Pfund Neuseeland-Dollar mit einem schönen Movement nach oben, und genau dies vollzog auch das britische Pfund gegenüber dem Schweizer Franken. Also die letzten Handelsminuten waren hier sehr, sehr dynamisch, mit gleichsam neuen Verlaufshochs bei diversen Währungspaaren. Und das Pfund zeigt sich ohnehin. Ja, Obama lässt hier grüßen mit der Kritik eines möglichen Brexits, also hier dem EU-Austritt von Großbritannien. Das ist wieder wirklich das, was Wellen geschlagen hat, gerade im Kontext dessen, was das für Nachteile hätte, wenn es denn hier dazu kommt, dass das Great Empire sozusagen sich verabschiedet. Es ist fast nicht zu erwarten, auch die Buchmacher gehen hier in die Richtung, dass es eigentlich nicht so scheint. Erinnern Sie sich hier an das Schottland-Referendum. Faktisch hier, wenn es denn passieren sollte, wäre das sicherlich für das britische Pfund ein super Sell-off. Also man kann dann davon ausgehen, dass es hier gnadenlos nach unten geht. Dazu planen wir ja unter Umständen ein Webinar zum Brexit, vielleicht zum Event selber, aber auf jeden Fall im Vorfeld, um sozusagen hier nochmal die Seiten auszuloten. Aber die Tendenzen, dass es dazu kommt, schwinden nahezu mehr und mehr. Und insbesondere eben hier der Zuspruch von Obama an hier die Befürworter eines Beibehalts der gegenwärtigen Situation unterstreicht das Ganze. Doch was macht das britische Pfund eben gegenüber dem Schweizer Franken? Wir gehen mal hier in den Wochenchart, große Bild. Sie können sich hier erinnern an diese große Range seit dem ja, Sell-off von 2011, als dann auch hier die sozusagen Intervention Einzug hielt beim Euro Schweizer Franken, hatten wir hier beim britischen Pfund Schweizer Franken eine über Jahre entwickelte Seitwärtsrange. Oben ganz klar der Deckel hier bei 1,5475, 1,5490, also knapp unter der Marke von 1,55 hier. Ein ganz klares Widerstandslevel, also das auf der Oberseite extrem interessant. Auf der Unterseite hier hingegen die Zone, man muss es schon grob machen, von 1,4030 bis ja, hier 1,38 etwa, eigentlich eine Supportzone, die aber hier in den vergangenen Wochen, insbesondere im März, hier nach unten aufgelöst wurde. Der weitere große Sell-off blieb aus. Klar gab es nach diesem Ausbruch nach unten hier weitere Schwäche, das muss man ganz klar bestätigen. Aber Sie sehen jetzt auch hier, insbesondere in der letzten Woche und in der Woche davor und aktuell die Woche nicht minder positiv, sodass man hier sehen kann, dass es zumindest jetzt einen Rebound gibt, und der erfolgt eben hier in die Range. Wenn sowas geschieht, also hier praktisch ein Fake-Ausbruch nach unten erfolgte, der Preis entsprechend wieder reinzieht, dann kann es hier sehr dynamisch nach oben gehen. Das ist zweifellos festzustellen, aber wir sehen auch hier, und das ist auch sehr, sehr interessant, einen Widerstandsbereich, der hier unmittelbar vorausliegt, beziehungsweise je nachdem, wo man jetzt hier das Level anzeichnet. Ich würde es mal hier fix machen. Knapp um 1,42 ist die Zone grob zu sehen. Haben wir hier einen Widerstandsbereich, der sich sogar hier auf Wochenbasis klassifizieren lässt, insbesondere aber auf Tagesbasis sehr schön zu sehen ist. Und deswegen wollen wir uns das Währungspaar jetzt mal im Tageschart anschauen. Und Sie haben es vielleicht auch hier gerade vorhin schon gesehen, die ADX-Liste. Ja, hier zeigt es einen kleinen Extrema-Wert an. Also hier der ATX steigt beim britischen Pfund gegenüber dem Schweizer Franken kontinuierlich an, und der ATX ist ja sozusagen ein Trendmesser. Und hier ähneln wir, oder nicht ähneln wir, sondern nähern wir uns einer gewissen Überhitzung. Das zeige ich Ihnen mal exemplarisch hier. Man sieht hier sozusagen die ADX-Verlaufspunkte, und immer oberhalb von 60 wird's, ja, muss man vorsichtig sein. Insbesondere hier gab es im April einen Move. Sie sehen das hier sehr schön. Anfang April, als es hier diesen Sell-off gab, da waren wir auch mit Werten über 60 kurz vorm Rebound. Ja. Auch hier ähnlich im Februar runtergeknallt, hier Werte um 60, da gab es den Rebound, hier eine Situation. Also es funktioniert nicht immer, ja, aber es ist eine gute Indikation, wie auch hier im Januar, großer Abwärtstrend, auch hier Werte über 60, und dann als es schwächer wurde, wieder zack, war die Abwärtsbewegung beendet und es ging rauf. Und jetzt sehen wir hier eben einen sehr, sehr starken Aufwärtsimpuls. Und hier eben auch Werte über 60. Und das kann sich natürlich hier definitiv weiter nach oben schrauben. Aber eine gewisse Vorsicht sollte hier angebracht sein. Und das unterstreicht auch der Chart, den wir hier gerade sehen. Denn da laufen wir eben hier in die Zone, hoppala, hier in die Zone um 1,42 Grad rein. Und das ist ein Bereich, der, wie gesagt, auf Wochenbasis ja auch schon zu sehen, immer wieder auch für Druck sorgte. Und kurzfristig haben wir hier Widerstandsbereiche voraus. Auch hier können wir das nochmal mit einem Horizontal Beweis unterstreichen. Hier 1,4250, sogar noch ein Stück höher.
Also hier sehr interessante Ausgangslage. Sie sehen auch dieses mega starke Momentum. Auch der RSI auf Tagesbasis hier schon jetzt mit Werten über 70 relativ überhitzt. Obgleich man natürlich sagen muss, ADX-Werte können weiter steigen im Sinne einer weiteren Überhitzung. Auch der ADX kann hier deutlich Richtung 100 ziehen. Also es kann genauso nochmal hier steil nach oben hinaufgehen. Das ist überhaupt keine Frage. Aber aktuell, wie gesagt, hier ein Stück weit eben mit Vorsicht zu besehen. Und wenn man sich diesen Chart anschaut, dann kann hier noch ein bisschen was gehen. Gegebenenfalls ein Spike sogar drüber. Aber dann erscheint mir auf jeden Fall eine Konsolidierung denkbar, je nachdem, von wo sie eben einsetzt. Aber ich meine, in den nächsten Tagen könnte es hier durchaus zu Rücksetzern kommen. Das britische Pfund bleibt ja ohnehin eben bis zum Brexit-Entscheid, bis zum Referendum, und das ist der 23.06. hier in höchster Spannung. Aber schauen Sie auch hier auf die Saisonalität. Wir sehen, dass der Preis ja kurzfristig durchaus nochmal hochgehen kann, aber dann hier mit Beginn in den Mai nach unten abswitcht. Und das wäre auf jeden Fall auch hier neben dem überhitzten Status einiger Indikationen auch charttechnisch ableitbar. Und das ist eben dann eine hervorragende Ausgangssituation, um hier auf einen möglichen Short zu spekulieren, der sich hier beim britischen Pfund gegenüber dem Schweizer Franken eben in Bälde einstellen könnte. Es sieht, wie gesagt, sehr, sehr interessant aus. Wollen doch mal abwarten, was da noch passiert. Gehen wir kurz in den Intraday-Chart. Da sehen wir hier aktuell ganz, ganz starkes Momentum. Bin ich fast schon etwas traurig, dass ich hier keinen Einstieg Intraday wagte, denn das Movement zieht hier gerade schön nach oben. Das heißt, es kann jetzt durchaus noch ein Stück weitergehen. Sie sehen, hier kommt jetzt richtig Musik rein in das Währungspaar. Wir sind über das Vortageshoch sehr deutlich ausgebrochen, und die Wochentagsstatistik spricht jetzt hier auch nicht unbedingt eine schwache Sprache, denn da haben wir hier sogar im großen Kontext während der letzten 52 Wochen überwiegend positiven Bias. Das heißt, wenn es mal runterging, dann ging es richtig kräftig nach unten, aber im Schnitt, im großen Mittel, hat das Währungspaar hier eigentlich sich ganz gut behauptet, und insofern auch hier ein positiver Bias, der kurzfristig durchaus auch im Sinne der Saisonalität weiter nach oben führen dürfte. Also trotzdem, britisch Pfund, Schweizer Franken im Auge behalten. Hier könnte eine gewisse Überhitzung in Kürze sich einstellen. Jetzt, wie gesagt, hier grundsätzliches Potenzial, sogar Intraday möglicherweise bis 1,4250. Das britische Pfund selber aktuell gegenüber Schweizer Franken 79 Pips gelaufen, und bei 1,4225 wäre sozusagen die Average Daily Range erreicht. Das Währungspaar hier im Schnitt mit 108, 110 Pips unterwegs. Wenn wir hier in diese Richtung, in diese Sphären ansteigen, dann wäre im Prinzip das Limit auch erreicht für heute. Der ADX dann entsprechend weiter nach oben geschossen, und dann könnte sich morgen übermorgen durchaus hier ein schönes Short-Setup anbieten. Dazu gegebenenfalls mehr in meinem Stream. Ich sage erstmal Danke fürs Einschalten, meine lieben Zuschauer, und wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen und erfolgreichen Handelstag. Wenn Sie mögen, hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, beste Grüße, Ihr Christian Kämmerer, und tschüss.